Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Ort auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten Meer. Wir haben Herbst, der Winter naht, hier wird noch ein weiterer Hühnerstall gezimmert. Hier. Dauert noch ein bisschen, bis er fertig ist, aber dann kann es auch losgehen. Können wir da noch eine Imkerei hinmachen? Kleine zumindest. Ja. Könnten wir. Und hier doch dann bestimmt auch. Oder wir machen hier hinten irgendwo etwas Größeres. Das wäre auch noch eine Variante, ne? Da geht ja nicht. Aber hier ginge. Da könnten wir aber noch ein Haus hinmachen. Machen wir doch einfach hier eine hin. So. Dass wir noch ein bisschen mehr Honig kriegen. Was ja auch nicht schaden kann, ne? Den hier müssen wir ein wenig im Auge behalten. Das sind, glaube ich, die letzten Bauern, die wir jetzt gerade noch im Einsatz haben, ne? Alle anderen sind durch, ja. Genau. Hier gibt es die Gruftstadt. Fünf passen rein, das sind insgesamt nicht ganz viele. Ah, unsere Bäckerei ist im Entstehen, das ist auch gut. Dann können wir da nämlich auch nochmal mehr Brot backen. Dann bräuchten wir nur hier irgendwo noch Mehl, ne? Hafer läuft. Eier. Getreide können wir mal löschen, das ist eh leer. Aber das haben wir jetzt alles hier rausgeholt, ne? Das war nicht ganz intelligent. Mehl. Wo haben wir Mehl? Irgendwo hier hinten, glaube ich. 808. Null. Okay, also von da hinten. Mehl. Von hier nach hier. Müssen wir nur aufpassen, dass er nicht alles da hinten wegholt. Das wäre kontraproduktiv. Ach genau, das Getreide haben wir hier hingekarrt, ne? Genau, da müssen wir mal schauen. Eventuell brauchen wir das. Stimmt. So. 0 Grad. Das pausieren wir mal. Die sind nämlich weg. Die Kohlköpfe. So. Machen wir mal die Bauern hier auf 0. Passt. Die Felder können wir schon mal wieder freigeben. Vielleicht sollten wir die aber auch pausieren. Können wir auch mal probieren, dass wir sie mal über den Winter auf Pause lassen. Und später erst wieder freigeben. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Leute, die Feuerholz machen. Köhler, Hammer. Das sieht alles ganz gut aus.
Können wir mal auf 9 hochgehen, wir haben genug Leute. Was brauchen wir denn? Schmied. Haben wir keine Schmiede? Doch. Ach, die ist pausiert. Haha, die ist pausiert. Okay. Deswegen kein Schmied. Ich hab grad schon gedacht. Und mit dem Werkzeug können wir eventuell handeln, ne? Dann sollten wir die doch mal wieder aktivieren. Ein Schmied. So. Und 15 Freie, das ist auch nicht verkehrt. Hier brauchen wir bald den Hühnerwirt. Oder Hühnerdings da. Da fehlt immer noch ordentlich Stein. Oh, wir haben inzwischen 4 Kühe. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ist die Frage, was machen wir hier noch hin? Ich kann leider kein Feld um die Ecke bauen. Das wäre natürlich richtig toll. Naja, schauen wir mal, was wir da unterbringen. Hier könnten wir noch ein kleines Grasfeld hinmachen. Das wäre noch eine Idee. So. Dann können wir da nämlich das Heu für die Kühe hier machen. Ist mit Sicherheit auch kein Fehler. Ja, und mit dem Essen müssen wir jetzt mal schauen, ob wir damit hinkommen. Oder ob das zu wenig ist. Ich glaube, die können wir bald auch versetzen. Die Sammlerhütte, ist das die? Nee, das ist nicht die. Die ist das. Wo sie partout nicht weitermachen wollen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber okay. Deren Entscheidung. Bäckerei ist fertig. Wir brauchen Bäcker. Diddledum. Haben wir inzwischen Mehl dort? Jawohl. Gemüsepastete. Weil Gemüse haben wir hier. Sehr viel sogar. Dann können wir hier mal. Die Eier sind gestoppt. Mehl können wir auch mal pausieren. Das muss er jetzt erstmal verbrauchen. Eier brauchen wir natürlich noch, ne? Was? Ist der leer? Schmelzer an Altersschwäche gestorben. An Altersschwäche ist okay. Soll man das sagen, dass das Steinbruch hier alle ist? Drei, die in dem Bergwerk arbeiten, ja. Die Ressourcen sind erschöpft, tatsächlich.
fass es ja nicht. Dann braucht man einen neuen Steinbruch. War das hier? Nein, da. Bergwerk. Steinbruch. Null. Ne, da können wir nicht bauen. Okay. Stein 3000. 4000. Die haben natürlich den Vorteil, dass man So, dann bauen wir den dahin. Einfach. Weil wir es können. Was brauchen wir denn dafür? Holz. Viel Holz. Ist natürlich übel, dass der jetzt einfach schon leer ist. Kuh zu Tode gehungert. Was? Warum das? Wahrscheinlich, weil wir das Heu nicht dort haben, wo wir es bräuchten, ne? Scheune, wo haben wir denn Heu? Wo haben wir denn das ganze Heu? Das ist hier die Frage. Kann ich irgendwo sehen, wo das liegt? Da, im Lagerhaus. Okay. Dann machen wir hier die Eierrute gerade mal weg. Heu von hier nach hier, ne? Anderes Lagerhaus haben wir nicht in der Nähe. So, die pausieren wir gerade mal. Ne, pausieren, nicht starten. Ich hole Nuss. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Da war das Heu zu weit weg. Da war einfach das Heu zu weit weg. Oh, und da brauchen wir Hühnermenschen. Die zweite Kuh zu Tode gehungert ist gerade, wo sie mal den machen wir auch gerade mal auf Pause. Da ist eh nichts, was er transportieren könnte. Auf, dass die das Heu endlich transportieren. Halleluja, er zieht los.
Ein einzelnes Huhn. Mit Schnee bedeckt. Schneller ist er ja nicht als die Fußgänger, eher im Gegenteil, aber er transportiert mehr. Das ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Oh, Imker brauchen wir auch noch einen. Didudi. Da sind sie gerade am Bauen. So, dann können die jetzt gleich hoffentlich genug Heu holen für... Was? Hunger? Ach so, die Kühe, ja. Dann bräuchten wir hier noch ein Lagerhaus, ne? Für das Heu. Das wäre noch eine Idee. Machen wir das doch dahin. Scheune, Lagerhaus, genau. Kann ich die dahin machen? Nee. Aber wenn ich die drehe... Wunderbar. Kuh zu Tode gehungert. Halleluja, er transportiert Heu. Ich hoffe, es kommt an, bevor die letzte Kuh gestorben ist. Nein, jetzt ist... Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal wiederkommen. Oder ob wir neu bauen müssen. Warten wir es ab. Das ist jetzt natürlich... doof. Das ist jetzt doof. Keine Kühe mehr. Ich hoffe, sie kommen nochmal wieder. Ich weiß es nicht. Kann gut, wie gesagt, gut sein, dass wir jetzt einfach das Ding neu bauen müssen. Das fürchte ich ja fast. Wir warten einfach mal ein Weilchen. Und gucken mal, ob es dann besser wird. War doch eben mal eine... Ah ne, die Bäckerei hat. Okay. Tiefster Winter und Nacht. Wie schaut's hier aus? Was fehlt dir? Wieso willst du Brot backen? Du sollst Pastete backen. Oder was haben wir denn hier noch drin? Fleisch, Obst, Gemüse, ja. Da haben wir noch ein bisschen Fleisch. Bräuchten halt noch ein paar mehr Eier, ne? Das ist so das Problem. Da bin ich echt mal gespannt, ob da nochmal eine Kuh kommt. Wie gesagt, ich fürchte nicht. Ein bisschen länger hätte sie nur noch überleben müssen. Einen Hauch. Dann wäre alles gut gewesen. Wie viel passen da rein? 63, okay. Die haben mal munter gefällt, okay. Hier wird noch gebaut.
Ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Ich hoffe dann auch, dass wieder Kühe kommen. Wenn nicht, werden wir den Stall nochmal bauen müssen. Aber warten wir es ab. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch am Freitag wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester durch den Winter in den Frühling begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.